Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video zu FUG 20. Ich werde ein paar Packs öffnen. Wir haben nicht mega viele und wir haben auch nicht mega die guten Packs. Ich bin jetzt gerade erst auf der PS4, auf den PC wechseln wir gleich. Da gibt es nämlich bessere Sets, aber ja, ich mache die einfach mal ein bisschen auf, zack zack. Und dann ist es wieder ein kurzes Zwischendurch-Video, weil ja einige von euch ein bisschen Food ab und zu von mir sehen wollen. Und wenn ich ab und zu mal ein paar Packs verfügbar habe, dann werde ich die einfach mal öffnen. Und das mache ich heute einfach mal. Und damit starten wir rein in diese komischen PlayStation 4 Packs. Hier habe ich halt die Standard-Edition, hier kann man nichts Gutes bekommen, also das ist alles ganz, ganz crazy. Aber ja, wir gucken einfach mal rein und schauen mal, was hier so drin ist. Aber das wird dauerhaft sowas sein wie er jetzt gerade. Das wäre sogar noch gut eigentlich. Mal gucken. Oh, Aaron Hunt, Alter, den nehmen wir sowas von mit. Merk schon, hier kann man ein richtiges Geschäft machen. Und die für 550 kauft die instant einer, dann passt die Sache. Die bieten nämlich hier um die 400, 500 drauf. Wenn ich die so sofort kaufe, dann ist es perfekt. Und dann geht noch so ein Weltklasse-Set auf. Und wir haben drin... Lala! Ey, ich sehe das schon kommen, ey. Wir machen so viele Coins. Alter, 82er Pepe Reina. Richtig geil. Das geht voll fit eigentlich für solche Sets in 82er. Ja, im letzten Video haben wir sogar einen Walkout gezogen. Können wir mal rechts und beim E vorbeischauen. Alter Vater, 1,3k können wir auf jeden Fall für den verlangen. Und dann passt die Sache. So, und dann kriegen wir eine Ikone. Mal schauen, welche es wird. Portugal ZOM. Rui Costa. Keine Ahnung, Mann. Für drei Spiele bin ich nicht so überzeugt von. Wir wechseln auf jeden Fall auf den PC. So, auf dem PC angelangt haben wir Stars im Blickpunkt Spieler Pack. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber es klingt sehr überzeugend. Deswegen schauen wir da einfach mal rein. Ein Star im Blickpunkt ist pink. Italien. ZM. Alter, die Karte sieht richtig cool aus. Es ist Barella. Ich höre gar nichts mehr. Es ist so laut. Also das Kartendesign, muss ich ja sagen, das sieht extrem, extrem cool aus. Die Frage ist, was kann ich jetzt? Ist untauschbar. Okay, dann ja, nehmen wir mit. Und dann haben wir hier zwei, ich würde mal sagen, echt gar nicht so schlechte Packs. Die werden wir jetzt zum Abschluss aufmachen. Wir haben hier, sehen wir auch oben, 35.000 Münzen schon. Wir haben ja eben ein Walkout hier schon gezogen auf dem PC und das wollen wir wiederholen. Ich weiß übrigens nicht, wie man die Walkouts erkennt und was auch immer. Da gibt es ja hier wieder Taktiken, ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall nicht ins Stadion rein und dann ziehen wir Ruben Diaz. Oder so ähnlich. Und damit sind wir schon am letzten Pack angelangt. Wie gesagt, sollte ja nur ein kurzes Video werden. Das ist auch wieder geworden. Wir ziehen den nächsten Spieler. Und wir werden sogar ins Stadion gefahren. Deutschland, ZM, Bayern. Willst du mich verarschen? Goretzka. Es hätte, glaube ich, kein besser kommen können von den Bayern. Aber ich hätte ja auf einen besseren gehofft. Nee, hätte ich nicht. Goretzka. Als ob. Ich war innerlich enttäuscht. Okay, ich bin nicht enttäuscht. Dieses Pack-Opening ist wieder ganz gut verlaufen. Als ob. What the fuck? Okay, Goretzka ist 40k wert. Und Sissoko 81er Sissoko. Alter, der ist 60k wert. Warum? Also ich weiß, dass Premier League Spieler einfach mehr wert sind an sich, aber what the fuck? Ja, bockt, würde ich sagen. Dann haben wir doch gar nicht so schlechte Packs gehabt. Als ob, what the fuck, Alter. Was ist das denn? So, Leute, ey, das ist absolut krass. Beide in einem Pack vor allem. Damit habe ich echt null gerechnet. 41k und 56k, dafür sollten wir beide loswerden. Das ist richtig krass. Also 100k aus diesen Kacksets gemacht. Das ist richtig, richtig nice. Da habe ich insgesamt 140k. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, für dieses kurze, tolle
Video, könnt ihr mal gerne eine Bewertung da lassen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.